Journal um 8. Sonntag, der 12. September. Am Mikrofon ist Martin Balder. Guten Morgen. Die Themen heute. Gesundheitskasse lehnt Vorstoß zu Selbstbehalt für Ungeimpfte ab. USA gedenken der Terroranschläge vor 20 Jahren. Katalanische Separatisten demonstrieren wieder, aber zunächst zu den Wetteraussichten mit Alois Holzer. Heute ist die Luft etwas anfällig für Regenschauer und Gewitter, in den nächsten Tagen dann überwiegend sonnig und warm. Die aktuellen Meldungen aus den Landeshauptstädten, Wien und Eisenstadt heiter 18 Grad, St. Pölten Gewitter im Osten der Stadt bei 16 Grad, Linz stark bewölkt 17, Salzburg heiter 14, Innsbruck Hochnebel 15, Bregenz wolkig 14, Graz heiter 15 und Klagenfurt heiter 13 Grad. Besonders von Salzburg und von Villach ostwärts ist es heute unbeständig, zeitweise scheint also die Sonne, aber auch Regenschauer sind jederzeit möglich, dazu kommen ein paar Gewitter. In Westösterreich überwiegt der Sonnenschein, allerdings auch hier können einzelne Regenschauer niedergehen. Die Temperaturen erreichen 20 bis 27 Grad, in 2000 Meter Höhe hat es um 12 Grad und heute weht nur schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Morgen scheint die meiste Zeit die Sonne und es wird bis zum Nachmittag recht warm. Über dem Berg- und Hügelland bilden sich morgen einzelne gewitterige Regenschauer. Danke, Alois Holzer. 9 von 10 Covid-Patienten auf den heimischen Intensivstationen sind ungeimpft. Das hat nun eine Diskussion darüber ausgelöst, ob Ungeimpfte für die Spitalsbehandlung einen Selbstbehalt zahlen sollen. Die österreichische Gesundheitskasse lehnt das ab. Mehr von Niklas Lercher. Mit Selbstbehalten für nicht geimpfte Corona-Patientinnen und Patienten würde man die Büchse der Pandora öffnen, sagt Andreas Huss, Obmann der österreichischen Gesundheitskasse ÖGK. Wo fängt das an, wo hört das auf? Müssen dann auch Raucher, die wegen einem Lungenkarzinom ins Spital kommen, einen Selbstbehalt bezahlen? Ungeimpfte an den Behandlungskosten zu beteiligen, lehnt Huss daher ab. Das führt nur zu einer weiteren Entsolidarisierung im Gesundheitssystem und das möchte ich nicht. Menschen, die nicht geimpft sind und im Spital landen, wegen fahrlässigen Verhaltens zur Kasse zu beten, sehe das österreichische Gesundheitssystem auch nicht vor. Wir haben in der Sozialversicherung ein Versicherungsprinzip und das jetzt vom persönlichen Verhalten abhängig zu machen, das wird mir ein bisschen zu weit gehen. Die Vorsitzende der Bioethikkommission sieht das anders. Christiane Drummel kann sich vorstellen, über eine Kostenbeteiligung von Nichtgeimpften bei Spitalsaufenthalten zu diskutieren. Aber es ist natürlich eine politische Entscheidung. So Drummel im Fernsehsender Puls 24. Ein höherer Kostendruck führe aber nicht dazu, dass sich mehr Menschen impfen lassen, entgegnet ÖGK-Obmann Huss. Wir müssen die Impfung jetzt wirklich zu den Menschen bringen. Huss setzt auf niederschwellige Angebote, etwa in Schulen und Universitäten. Aus seiner Sicht kann dadurch die Impfquote noch deutlich nach oben geschraubt werden. Die USA haben 2 Jahrzehnte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 der fast 3000 Opfer gedacht. Mit Angehörigen und Überlebenden erinnerten Präsident Joe Biden und einige seiner Vorgänger an den Tag, als Terroristen der Al-Qaida Ziele mit entführten Flugzeugen angriffen, darunter das World Trade Center in New York, wo die größte Veranstaltung stattgefunden hat. Aus den USA, Inka P. Angelo Amaranto. Andächtig verlesen Angehörige stundenlang die Namen der 2.977 Opfer bei der Trauerfeier an der New Yorker 9/11-Gedenkstätte. Not a day goes by that I don't think about my father in the horrible way that he was taken from me. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an meinen damals getöteten Vater denke, sagt dieser junge Mann. Und während Bruce Springsteen singt, der Tod ist nicht das Ende, ich sehe dich in meinen Träumen, liegen sich viele Menschen in den Armen und weinen. For death is not the end, I'll see. Mehrmals sind während der Gedenkfeier Schweigeminuten eingeläutet worden. Die Anwesenden haben innegehalten, die Köpfe gesenkt, darunter auch US-Präsident Joe Biden, begleitet von den früheren Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton. In Barcelona haben wieder rund 400.000 Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert, weniger als in den Jahren vor der Pandemie. Der Versuch der Abspaltung von Spanien hatte 2017 zu schweren Ausschreitungen und der Verhaftung und Verurteilung von 12 Politikern geführt. Aus Barcelona, Josef Manola. Die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien versucht, ihre Kräfte neu zu sammeln. Rechtzeitig für die Kundgebung hatte die katalanische Regionalregierung das Verbot von öffentlichen Versammlungen mit mehr als 10 Personen aufgehoben. 4 Jahre nach dem Unabhängigkeitsreferendum
das zur Absetzung der Regierung und in der Folge zu schweren Ausschreitungen führte, steht die Bewegung vor einem Neubeginn. Das separatistische Lager ist zerstritten. Nach der Regionalwahl im Frühjahr kam es erst nach 10 Verhandlungen zur Bildung einer Regierung. Der Regionalpräsident wird erstmals von den Linksrepublikanern gestellt. Er ist zu Verhandlungen mit dem spanischen Regierungschef über die Lösung des Konflikts bereit. Der Obmann der Linksrepublikaner Oriol Junqueras saß fast 3 Jahre in Haft und wurde von der spanischen Regierung begnadigt. Er sagt, die fehlende internationale Unterstützung habe zum Scheitern der 2017 geplanten Trennung von Spanien geführt. Die Independenz der Katalonien ist nur viable mit dem Support der Demokratien Occidentals. Dass der russische Geheimdienst von der katalanischen Regierung um Hilfe und Unterstützung gebeten wurde, bezeichnet Junqueras jetzt als Fehler. Kontakte zu Staaten, die nicht demokratisch sind, entfernen uns vom Ziel einer unabhängigen katalanischen Republik. Wegen dieser Aussage wurde Junqueras bei seinem Auftritt gestern ausgepfiffen. In Deutschland findet am Abend, 2 Wochen vor der Bundestagswahl, die 2. Fernsehkonfrontation der 3 aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten statt. Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock treten an, um das Steuer herumzureißen oder Kurs zu halten. Mehr von Andreas Jalli. Die Umfragen zeigen ein klares und überraschendes Bild, jedenfalls im Vergleich zur Stimmung vor einigen Wochen. Olaf Scholz, Spitzenkandidat der lange Zeit schwächelnden SPD, liegt jetzt mit seiner Partei in der Wählergunst voran. Armin Laschet mit der bisher stimmenstärksten Union von CDU und CSU ist mittlerweile auf den 2. Platz abgerutscht. Die Grünen und Annalena Baerbock landen nach einem Umfragehöhenflug jetzt an 3. Stelle. Und alle 3 hoffen auf das 2. Fernsehtriell, um den Rückenwind weiter zu nutzen oder den Abwärtstrend umzudrehen. Olaf Scholz von der SPD gibt sich weiter staatstragend und inszeniert sich als regierungserfahrener Merkel-Nachfolger. Ich setze mich dafür ein, dass es ein starkes Votum gibt, das mir möglich macht, der nächste Regierungschef zu sein. Armin Laschet bezeichnet das als Erbschleicherei, sieht vielmehr in der CDU und ihm selbst die Weiterführung des Merkel-Kurses. Es beginnt jetzt ein neuer Abschnitt und der braucht Modernisierung und dafür trete ich ein. Annalena Baerbock von den Grünen tritt für einen grundlegenden Kurswechsel ein und kein Weiter-so von CDU und CSU. Wir brauchen jetzt einen wirklichen Aufbruch und dafür trete ich an. Sagten die 3 beim 1. Fernsehtriell. Heute geht es in die 2. Runde. Papst Franziskus wird in diesen Minuten in Budapest erwartet. Der 84-Jährige wird zum Mittag die Abschlussmesse des Eucharistischen Weltkongresses auf dem Heldenplatz feiern. Aus Budapest, Ernst Gelex. Für die katholische Kirche in Ungarn ist es eine große Ehre, dass der Papst zur Abschlussmesse des Eucharistischen Weltkongresses kommt, der seit einer Woche in Budapest mit tausenden Gästen aus aller Welt abgehalten wird. Das sei keine Selbstverständlichkeit, wie der Primas der katholischen Kirche in Ungarn, Kardinal Peter Erdö, sagt. Also es ist wirklich eine große Freude und eine Bestätigung des internationalen Charakters des Eucharistischen Kongresses. Also wir sind sehr froh darüber. Kurz vor der Messe wird der Papst auch mit Ministerpräsident Viktor Orban zusammentreffen. Orban ist Calvinist. Sein politisches Handeln steht in einigen Bereichen im krassen Widerspruch zu den christlichen Botschaften des Papstes, etwa in der Asylpolitik oder bei gesetzlichen Regelungen, die Homosexuelle oder Obdachlose betreffen. Immer wieder hat Franziskus seine Solidarität mit Flüchtlingen und sozial Schwachen bekundet und sich damit gegen Orbans Politik positioniert. Die katholische Kirche in Ungarn will sich nicht dazu äußern. Sie konzentriert sich lieber auf den Papstbesuch und sieht darin eine große Chance, die Glaubensgemeinde zu stärken. Kardinal Peter Erdö. Die Praktizierenden können davon eine gewisse Kraft schöpfen und die nichtgläubige Welt könnte sehen, dass wir eine offene Kirche sind. Unmittelbar nach der Messe wird Papst Franziskus zu einem 3-tägigen Pastoralbesuch in die Slowakei reisen. In einer Stunde wird auf der Reichsbrücke der 38. Vienna City Marathon gestartet. 25.000 Läuferinnen und Läufer sind dabei, die meisten beim Staffel- oder Halbmarathon. Im klassischen Eliterennen fehlen die großen Stars heuer, Daniel Theissl. Zum einen liegt es an den Olympischen Spielen in Tokio. Viele Topläuferinnen und Läufer planen nun kein Herbstrennen mehr, unter anderem die besten Österreicher Peter Herzog und Lemmerwerk Ketema. Zusätzlich sind die pandemiebedingten Reiseeinschränkungen ein Problem, sagt Marathon-Geschäftsführerin Katrin Widu. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Starterliste kommen natürlich vorwiegend aus Österreich. Wir haben trotzdem 126 Nationen am Start. Es ist schon so, dass Teilnehmer auch aus dem Ausland anreisen. Die Favoriten im Frauen- und Männerrennen kommen wie üblich aus Äthiopien.
Herausforderer sind die Schweizer Olympiastarter Tadesse Abraham und Fabienne Schlumpf. Die zeitmäßig besten Österreicher im Starterfeld sind die Niederösterreicherin Viktoria Schenk und der Salzburger Hans-Peter Innerhofer. Es ist 10 nach 8.